Ich habe mein Versprechen gegenüber Lea erfüllt und ihren Onkel Deckard Cain gerettet. Alles, was jetzt noch zwischen mir und dem gefallenen Stern steht, ist der Skelettkönig, der zurückgekehrt ist, um Tristram erneut in Finsternis zu stürzen. Der Zauberer ist so cool, der hat die Stimme von Tobey Maguire auf Deutsch, also von Onkel, dem Spider-Man. Du lebst! Dank dir und deinem Freund. Das ist cool, hier. Ja. Sorry, ich hab das jetzt angenommen. Erzählt mir vom gefallenen Stern. Okay. Die Prophezeiung der Endzeit deutet es sicherlich als Zeichen, dass das Ende begonnen hat. Wenn mir gefragt. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Guck mal, die hört dem auch nicht ganz zu. So, bitte, Deckard, keine Geschichten mehr. So. So, keiner hört dem alten Mann zu. Sagt er das nicht auch irgendwann mal? Niemand hört mir richtig zu. Ich glaube, ich habe es im Trailer irgendwo gesehen. Hey, Deboga, ich hab was für dich, Mann. Ich habe eine geile Axt für dich. Okay. Moment, wo seid ihr? Ach, ja. Warte, ich drop's dir. Willst du mal alles weggehauen hier? Also, ich spreche den Deckard mal an, ja? Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren. Und auch seine Seele selbst. Ich habe ein Deutsch auf die Besser, aber ich gebe dir mal wieder zurück. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um aber dieses Land erneut einzusuchen. Leorics Schicksal ist tragisch, doch mir geht es um den gefallenen Stern. Und der Skelettkönig ist mir im Weg. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Ich habe ja übrigens ja noch voll die coolen Sachen in der Truhe schon. Für meinen Zauberer. Bei der Truhe ist es auch so, dass die für alle Charaktere gilt. Also alle, wenn du hier was reinlegst mit dem Charakter, dann ist er beim anderen Charakter dann das Gen auch noch drin halt, ne? Ja, das ist ziemlich cool. Und du hast nur einen Geldbeutel, goldmäßig halt. So war es, glaube ich, auch bei D2, gell? Mhm. Was ist das? Und bei D1 war es ja so, dass es keine Truhe gab, ne, dass quasi man dann alles auf den Marktplatz gelegt hat, um diesen einen Brunnen rum. Und dann lagen da halt, was weiß ich, da 100 Gegenstände um diesen Brunnen rum, weil man es ja nicht lagern konnte. Und als ich die Diablo 2 gespielt habe, beim ersten Mal, habe ich das halt nicht gewusst, ne? Und habe eben auch diese Truhe eben nicht gekannt und habe eben auch alles richtig schön auf den Marktplatz gelegt, richtig fein säuberlich sortiert. Hier links Waffen, rechts Tränke, so alles sortiert. Lock mich aus, lock mich wieder ein und alles war weg. Herrlich. Hey, ich sitze gerade da irgendwie ganz einfach auf Kaufen gerade nicht. Wo? Achso, du musst da zu diesem Typen. Komm mal mit. Siehst du auf der Karte dieses Goldtäschchen? Dann weißt du, dass dein Händler ist. Da ist ein Händler. Ich habe hier noch einen Bogen mit 9,1 Schaden. Warte, hier, ich poste mal. Brauche ich nicht, danke. Ah, jetzt, okay. Braucht sonst jemand das hier? Oh, was ist das denn? Oh, krass. Hammer. Braucht jemand? Nein. Ich habe ja noch so ein cooles Buch ab Stufe 9. Wir sind ja alle erst Stufe 5, das dauert ja noch. Sollen wir weitermachen? Ja, weiter, auf geht's. Was hat jetzt Deckard uns genau gesagt? Unmöglich. Hätten wir zugehört, siehst du? So, keiner hört mir richtig zu. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Nee, ich war im Rucksack. Ja, die Story geht halt, wenn man im Party-Modus spielt, ein bisschen unter, das stimmt schon. Also, wenn man alleine spielt, dann kann man sich ein bisschen mehr drauf einlassen. Ja, aber ich finde es schon realistisch so, ne? Wenn das ein alter Mann erzählt, der Diablo und übrigens so, boah, ich habe so eine geile neue Axt gefunden, so, dass einem das dann irgendwie interessanter vorkommt. Sie ist im Keller eingeschlossen.
Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Okay, dem seine Frau ist im Keller. Wissen wir Bescheid. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Manchmal ist der Tod die einzige Gnade, die uns bleibt. Was denn jetzt? Ach, wir brauchen doch bei Kalfarnik. Folgt mir. Siehst du auf der Karte relativ gut. Ich hol dich mal ab, Dani. Das ist so geil, der hat die... Geh mal wieder zurück. Der Schmied hat die Stimme von World of Warcraft, wenn man da zum Beispiel Slash Witz eingibt oder so. Das ist genau die Stimme. Ah, stimmt. Das ist das erzählt, so, ich habe eine Idee für einen neuen Film mit einem Murloc namens Gotham, der dann einen Ring in der brennenden Steppe in einen Kessel werfen muss. so diese typische charakteristische Stimme, so, das ist genau die. Ja, übel, ja. So richtig vorstellen, wie da so von Blizzard einer anruft, so, hey, wir brauchen dich wieder für Diablo 3. Okay, ich komm vorbei. Meine Freunde. Oh, hier geht's ab. Tut mir leid. Die Leiden fliegen. Helft uns. Ich denk grad, warum sterben die nicht? Aber das sind deine Diener hier. Ja, das ist immer so irritierend beim Hexendoktor. Ja. Das ist ein bisschen over. Ich weiß nicht, wie soll man sagen. Overkill. Nee, ist okay. Das ist direkt so krass. Hedrick, hilf mir! Ah, die hat voll den Schmied. Die hat voll den Schmied angekotzt. Und Juli hat auch nicht. Du kotzt mich an! Okay. Dr. Brown. Dr. McBrown. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Eamon. Wie der Zufall so will, suche ich nach König Leoriks Krone. Habt ihr vielleicht schon davon gehört? Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Guck, das ist auch so. Wenn ihr meinen Narren von einem Leben da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Guck, da ist mir ein bisschen aufgefallen am ersten Mal, dass das von WoW ist. Ihr werdet ihn im Hain des Wehklagens finden. So war alles klar, woher es ist. Auch einen guten Schild? Nee, danke. Nee. Ich kann keine benutzen. Hier ist auch noch so einer, guck mal. Weil ich immer zwei Hände zum Bogen schießen brauche. Okay, warte noch da. Dann. Oh, danke. Ein und eins besser. Ja, okay. Das kann's beim Endbosskampf rausreißen. So die eine Rüstung so. So ein HP übrig, so, boah, zum Glück habe ich den Schild genommen. Ah, voll gut, die Hunde, die halten voll durch, ne? Also ich meine jetzt meine komischen... Ja, die halten jetzt noch relativ... Zombie-Hunde. Sind auch ganz gut. Wenn du allein spielst, ist cool. Dieses Mal kommt ein großes Rudel. Ja, deine Schoßhündchen. So, immer hier, diesmal kommt ein großes Rudel. Guck mal, so sogar zu viert, ich weiß gar nicht, wenn es ein großes Rudel sein soll, wie dann das kleine Rudel aussieht. Kommt da dann ein halber? So einer und alle so. Oh nein! Ohne Witz. So. So drei so Gegner. Ein großes Rudel! So geil, wie der immer platzt, ey. Oh. Also, der Drüsentyp, der tankt ganz gut, ne? Naja. Bestanden. So geil, Drüsentyp, wenn du nachher seismischer Schlag bekommst, der ist so geil. Ich finde aber auch das Springen finde ich richtig geil und dabei. Ja. Das haben sie echt viel cooler gemacht als bei D2. So, jetzt haben wir gerade bei dem Level-Up so die erste Rune bekommen. Und eigentlich sind die Runen so die einzigste Möglichkeit bei Diablo 3, um noch Individualisierung in Charakter zu bringen. Ich meine jetzt neben den Ausrüstungsgegenständen. Und man kann dann quasi für jeden Zauber gibt es, glaube ich, 5 Runen, ne? Genau, 5 Runen gibt es pro Zauber. Und diese Rune verändert dann den Zauber. Und dadurch kann man dann ein bisschen rumprobieren, welche Rune eben was auslöst halt. Und dadurch nochmal ein bisschen Individualisierung reinbringen. Zum Beispiel haben wir die erste Rune gekriegt für die erste Fähigkeit, magisches Geschoss zum Beispiel. Also mit der Rune überladen wird es zum überladenen Schlag.
Was einfach bedeutet, dass einfach der Schaden einfach stärker wird von magischem Geschoss, nehme ich mal hier annehmen. Mhm. Und nachher gibt es dann nochmal andere Runen, die den Zauber dann halt echt richtig verändern. Ja. Ich finde es so blöd, bei Mönch gibt es quasi erste Rune, erster Spell, den du hast. Ist, dass du dich mit Angriffen zum Gegner teleportieren kannst. Und das ist so cool, dass du halt eigentlich so bis Level 20 nichts anderes nehmen willst. Egal was kommt. Okay, cool. Weil Beispiel bei mir ist es so, das wird man später auch sehen, zum Beispiel, ich finde diesen Schockimpuls eigentlich nicht so geil, eigentlich scheiße, ne? Aber wenn die Alternative Froststrahl ist, aber durch die Rune später wird Schockimpuls so mega geil, durch die erste Rune schon dafür. Weil nämlich dann alle Gegner, die vom Schockimpuls sterben, nochmal explodieren und eine kleine Nova auslösen. Ja, das ist cool. Und dadurch kann man sich halt voll durchmetzeln. Und jetzt sind es einfach nur so Blitze über den Boden, die einfach unberechenbar irgendwie halt unlenkbar halt irgendwie durch die Gegend halt flitzen. Oder ist wieder so ein Pfeffer. Ist eigentlich ganz gut, wenn man den als erstes basht, weil durch die Kadaverexplosion. Das macht ja nur Schaden an Feinden, oder? Echt? Glaubst du? Ich glaube nicht, hat das sich so bisher so angefühlt. Ich weiß, und wir sollten mal drauf achten. Auf jeden Fall, ja. Weil das ist ziemlich gut, dann kann man immer die Fettes erst killen. Und dann. Also wenn der explodiert, oder ja, was? Genau, dann explodiert der und killt alle anderen. Also. Ja. Da muss man mal drauf achten, ob da Friendly Fire an oder aus ist. Ja. Hey, auf der LAN-Party, ohne Witz, Wolfenstein E.T. gespielt. Oh Mann, hey. Das erste, was ich gemacht habe mit diesen, mit den Leuten, mal Friendly Fire ausgestellt. Ja, doch, ich glaube, es bringt was. Auf jeden Fall. Ich sag nur, ja. Ich sag nichts. Das stirbt man öfters von Leuten aus dem eigenen Team. Sonst. Aber ich finde, bei Wolfenstein, das ist halt auch so ein Spiel, das bietet sich echt dafür an. Ich meine, bei CS, da weißt du ungefähr, wo deine Leute stehen und wo die gegnerischen Leute stehen, im Normalfall. Und dann ist es relativ leicht, allein schon aus der Logik her zu entscheiden, ob es ein Freund oder ein Feind ist. Aber Wolfenstein, da kommen sie halt von überall irgendwie. Und dann ja. Sehen die halt auch noch relativ ähnlich aus. schon verständlich. Falsch, ja, bei wir müssen oben lang. Ja, bei CS siehst du ja wenigstens, wer Terrorist ist und wer halt Polizist ist, ne? Ja. Ja, aber im Eifer des Gefechts oder so, das kann das auch mal. Ja, klar, aber bei Wolfenstein sind ja einfach die Anzüge, die entweder bei den Achsenmächten dunkel und bei den Allies halt hell und es siehst du halt nicht gut. Aber es gab mal an Weihnachten gab es mal einen Mod, dass dann die einen quasi eine rote Weihnachtsmütze auf hatten und die andere eine grüne Weihnachtsmütze. Und da ist dann die Zahl der eigenen Leute Abschüsse rapide gesunken auf einmal. Cool. Außer bei den rot-grünen Blinden. Ja, genau, mit dem Rot-Grün. Oh Mann, wie geil, mit dem Rot-Grün. So, siehst du es nicht? Der hat eine grüne Mütze auf dem Kopf. Ich habe eine Rot-Grün-Sehschwäche. Bei mir sind alle Mützen grau. Wie scheiße, ey. Ja, auch die Minderheit fertig. Die Minderheiten fertig zu machen. Nein, nein, ich finde nur die Situation. Nee, die Vorstellung ist sicher. Gut, ja. Ja, mein Cousin hatte dessen, als wir früher mal Mario Kart gespielt haben auf N64, hier mit diesem Battle, mit Block City, gab es auch eben ein roter Block und ein grüner Block. Und ich sagte, komm, wir treffen uns am grünen Block, ne? Und er konnte ihn halt nicht unterscheiden vom roten Block. Ach, übrigens, jetzt hier von lauter anderen Sachen labern, da unten lag der Lehrling des Schmieds natürlich tot. Aber das war eh schon zu erwarten, dass der... Ich verstehe das nicht, weil manchmal... Also wir haben es ja mal geschafft, ihn zu retten, tatsächlich. Was? Echt? Ja, Mann. Ich habe den schon mal gerettet, aber ich habe keine Ahnung wie. Also ich sehe den meistens Teil tot. Echt? Ich weiß auch nicht, ob das irgendwas bringt, dass der dann nachher lebt, ob das irgendeinen Bonus bringt oder so. Daniel, du läufst gerade alleine rum, richtig? Oh ja, sorry. Ich bin jetzt so perfektionistisch, weil da unten war es so noch ein Millimeter, den ich noch nicht erkundet hatte. Mit schönem Erkundungserfolg freischalten. Ja, übrigens, wenn man auch mit Shift auf die Map geht,
dann sieht man ja logischerweise, aha, wer hätte es gedacht, das Dunkle, was nicht erkundet ist. Aber es gibt dann noch ein helleres Dunkel quasi. Da müsst ihr mal drauf achten, sieht man kaum einen Unterschied. Aber es gibt halt ein helleres Dunkel und dieses hellere Dunkel ist dann quasi ein Gebiet, was ihr schon erkundet habt, aber ich noch nicht. Ah, okay. Bringt Licht ins helle Dunkel. Alles cool. Ja, genau. Siehst du, wo die anderen schon waren, aber wo man selber noch nicht war. Oh, ich hier sind Champions am Start. Oh ja, warte, ich komm. Aber es ist ja krass, dass du den retten kannst, Mann. Ja, Mann, das geht. Aber wir haben im Forum lesen oder so. Nicht gerechnet. Komm, wir fangen nochmal neu an, dass wir den retten können. Es ist bei, so geil, bei Strategiespiel Schlacht um Mittelerde. Das ist ja auch so, dass in der Schlacht, wo der Boromir von der Story her stirbt, wenn du schnell genug durchrusht, kannst du einen Boromir retten. Und dann hast du Boromir das ganze Spiel dabei halt. Also bei Helms Klamm und bei Gondor Schlacht und so einfach so Boromir dabei, weil du ihn halt retten kannst. Oh, hier schon mal was. Was denn? Diese, das war schon wie ein Endboss, oder hast du gar... Ein Endboss? Mit Endboss. So. Ja, ich habe so einen Endboss gefunden. So aus Versehen Diablo so. So hat sich hier verirrt so. Wollte mal kurz aufs Klo gehen. So Diablo macht immer diesen Endboss-Fehler, das lässt sich so viel Zeit. Guck mal, wenn der jetzt hier wäre, wird Diablo uns locker oben klatschen. Aber ja, ja. Aber der typische Endboss-Fehler halt. Erstmal noch chillen und so weiter und. Aber siehst doch mal von den bösen Plänen erzählen. Ja, aber siehst doch mal aus seiner Perspektive, wenn du dann hier Endboss bist, wenn du den Diablo spielen würdest, würdest du auch erst hier dein Dungeon ausbauen, so Dungeon Keeper mäßig, deine Monster und deine Fallen aufbauen und dann warten und sagen, ha, jetzt kommt mich besuchen. Das ist schon, cooler. Ja, es hat auch seinen Reiz zu bunkern, das stimmt. Ja, die Frage stellt auch immer, wie bei den Endbossen. Oh Leute, ich brauche euch. Oh, ich brauche euch. Oh. Ich habe hier eine ganze Horde. Wo bist denn du? Ich habe hier so ein... Alleine, genau. Leute, kommt. Scheiße. Ich habe hier ein bisschen was gepult. Nitsun, der ver... Wie heißt der? Der Verleumdete, heißt der auf Deutsch. Der wird vielleicht kaum haben, wo den verleumdet hat. Ich trage zu viel. Vor allem dieser Endboss-Fehler, ich meine, nur die Frage, warum sind die Leute böse, also die Schurken? Die sind eigentlich nur deswegen böse, weil sie wahrscheinlich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Deswegen werden sie böse, damit sie Aufmerksamkeit bekommen. Und es ist ja klar, dass sie dann... Ja, eigentlich schon relativ viel Aufmerksamkeit gekriegt hat. Ja, aber... die wollen ja dann nicht, dass der Held den Held einfach töten, sondern die wollen sich dann erstmal mitteilen. Ja, das stimmt. Ja, ich sieh meinen Dungeon. Habe ihn gebaut um dich. Okay, alles klar. Ja, ja, schon. Eigentlich wollen sie nur jemand, eigentlich wollen sie nur einen Freund bestimmt. Ja, bestimmt, genau. Ich kann nichts mehr aufheben. Niemand hat mich lieb. Da oben geht's weiter. Aber hier Diablo, der hat doch hier diese Freunde hier, ne? Baal und... Das sind deine Brüder, Mann. Ah, die Brüder, siehst du. Und die haben auch nicht weniger komplex. Wahrscheinlich hängt es mit der Vaterfigur zusammen in der Familie irgendwie, dass da irgendwas schiefgelaufen ist vielleicht. Ja, das kann sein. Das natürlich. Sollen einfach Diablo mal zum Psychiater schicken. Das ist gar kein Problem mehr. Nee, das dürfen sie nicht machen, weil dann wird kein neuer Teil mehr rauskommen. Dann tauchst du nämlich hier mitten auf dem Feld auf. Ja gut, du hast recht. Soll es dann raff? Genau, ich habe auch schon gesagt, wir sind total froh, dass die neue Tristram gegründet haben, weil sonst hätte es ja vielleicht keinen neuen Teil gegeben von dem Spiel. Also für die ist scheiße, aber für uns ist es gut halt. Ja, ja. Das ist wie, als wenn du im Erdbebengebiet ein Hotel baust, nur ein bisschen Action zu haben. Ja, schon. Ja, aber ich meine, stell dir mal vor, du bist hier so ein Held und es gibt keine Monster. Mir ist auch scheiße, wenn du arbeitslos bist. Ja, gut. Das ist korrekt. Ich habe hier so einen Friedhof entdeckt. Ja, ich würde da ungern ohne euch reingehen. Ja, warte mal, da oben gibt es noch so ein Eckle.
Guck mal, da gibt es bestimmt noch 3 Gold für mich, die ich holen muss. Ah, der, ah 10 Gold sogar. Hat sich schon gelohnt. Lohnt sich mehr, wie hier über weite Strecken hier einen Handschuh mitzunehmen, der 2 Gold dann gibt. Ja, das stimmt. Rapid Fire. Boah, das ist so geil. Vor allem der Sound von der MG dazu, schnell echt übertrieben. Ja, vor allem, das will ich mal echt sehen, wie der so schnell schießen kann. Sollen wir erstmal kurz hier reingehen und verkaufen vielleicht? Also ja, ich habe cool. Noch keinen Need zu verkaufen. Ja, aber ich schon. Wenn ihr habt, dann gehen wir.